Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Disciples. Ha, ich hab's wegbekommen. Damit meine Preps-Zahlen hier nicht unten angezeigt werden, habe ich das einfach mal gemacht. Und ja, wir waren dabei, hier oben reinzurennen. Jawohl, mein Lord. Oder waren wir hier nicht schon durch? Egal. Wir greifen einfach nochmal an. Ich weiß es nicht mehr, es ist lange her. Aber hoffen wir mal, dass wir das hinkriegen. Ja, vorbei. Nein, was tun sie nur? Immer hinterher. So, der Chef hat der Böse ist schon mal weg. Heil mal ihn. Du wirst wahrscheinlich. Ich glaube, sie kriegen ihn. Zack. Yep. Dann ist unser Priester weg. Heiler mal. Er ist ein AOE-Heiler. Das hat den, den wir sonst hätten nehmen hätten tun können. Ich habe gesagt, die müssen wir mit einem Schlag wegkriegen. Wunderschön. Und den noch. Wunderschön. Damit müssen wir nicht. Ich glaube, wir waren schon weiter. Genau, mit der Hinrichtung des abtrünnigen Aristokraten konnten wir Menschen hier, Nordfront, Unheiligen stärken. Alles wunderschön. Genau, dann konnte ich ja auswählen, wen ich mitnehme. Und ich nehme natürlich Konrad mit. Mein Banner. Den Runenstein und den Lebenstrank. Na, genau. Und damit wollten wir weitermachen. Ja. Was ist denn hier eigentlich heute los? Warum keine Videos? Will nicht. Will halt nicht. Ein Zepter soll sich im Besitz eines mächtigen menschlichen Zauberers befinden. Während der Zauberer lernt das Zepter zu nutzen, wuchs seine Macht. Ziel: Eroberung der Ruine. Turm. Ja, ich erinnere mich. Aber warum ist die Speicherung nicht da? Ich habe doch extra gespeichert gehabt. Jawohl, komisch, komisch. Warum geht denn das nicht? Ich könnte jetzt nochmal nachprüfen. Oder wir akzeptieren einfach, dass es jetzt so ist. Und ja, zur Not fangen wir nochmal an. Ich weiß nicht, was mit der Speicherung passiert ist. Also ich habe eigentlich nichts geändert. Wieder ein Heiler dabei. Ja, komm, wieder Heiler dabei. Den Banner kann er gleich haben. Das Artefakt müssen wir verkaufen. Was zum Heilen, was zum Wiederbeleben. Gut, raus mit dir. Zu Ihren Diensten. So, und dann noch einmal so ein Erzengel. Kriegt natürlich auch so einen Kämpfer davor gesetzt. Ja, der schafft das schon, das zu halten. Für den allmächtigen Vater. Und jetzt bauen wir. Ah, was bauen wir denn als erstes? Ein Tempel. Oh, wie viel kostet denn der? 300? Sind die billiger? Nee. Hab schon alles wieder ausgegeben. Jawohl, mein Lord. Zu Ihren Diensten. So, dann zerlegen wir mal die ersten Goblins hier. Bitte hochleveln hier. Übrigens, hier, hier, hier. Ja, genau, vorbei. Budin-Sieger. So. Ich glaube, ein paar von den Kämpfen werde ich ab sofort ein bisschen schneiden. Also, da habe ich mir zumindest vorgestellt. Das Problem ist, dass ich ja meinen Sound extra aufnehme. Deswegen ist es etwas kompliziert. Aber ich werde mir jetzt einfach überlegen. Mit der Zeit. Attack! Um einfach das Let's Play auch ein bisschen spannender zu machen, nämlich ewig lange mir zuzugucken, wie ich hier immer nur auf dieselben Art und Weisen hier hochlevel. Das muss einfach nicht sein. Ausgesetzt sind immer dieselben. Wie zum Beispiel die. Ja, mal gucken. Ist halt ein Let's Play von einem Strategiespiel und Strategiespiele sind nicht allzu spannend. Zumindest nicht dauerhaft. Oh, hier ist das Dörflein. Aber die werden sich ja nicht bewegen. Ja, zu beenden.
Nagash macht seinen Zug. Kling, klang, klung, kling, klang, klung und Schluck Trinkets. Na und, hoffentlich, nein, die Goldmine steht nicht auf meinem Territorium. Das finde ich jetzt schon ein bisschen nervig. Zu ihren Diensten. So ein Ork und ein Dings schaffen wir. Das ist auch gleich ein Laden. Ah, verdammt, ich hätte alles auf den Ork. Ja, Ork, genau. Konzentrieren sollen. Aber egal. Halt in der zweiten Runde. Und jetzt bin ich vorbei. Dankeschön. Alzheimer instant hinterher. Und tschüss. Ah, es gibt auf jeden Fall schon mal mehr EP. Komm ich bis hin? Nein, natürlich nicht. Für den allmächtigen Vater. Sind wir vielleicht erstmal da oben hin? Die Spukhallen sind unerforscht. Oh, Geist und Skelett. Das klingt böse schwer. Dum, 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 dum. Nein, ich habe immer noch nicht genügend Gold. Okay. So, ich versuche das jetzt mal mit dem Schneiden. In der, also ab dem nächsten Part, den ich dann aufnehme, versuche ich, dann werde ich aber nicht mehr meinen Sound extra aufnehmen. Das heißt, ich werde wieder ein bisschen anders mich anhören. Aber ist ja nicht so wild. Ich höre. Ich werde es dann einfach euch mal, ich sag mal, präsentieren, wie ich mir das vorstelle. Ah, guck mal. Mana. Und dann könnt ihr ja einfach entscheiden, ob ihr das toll findet oder nicht. Mann, die braucht aber auch ewig, um das zu machen. So, hinstellen, ja. Zu ihren Diensten. Und wieder nur Goblin. Der hat mehr abgekriegt. Aber wir können sie eh beide hochheilen. Und tschüss. Ja, schöne rundenbasierende Dinger. Was macht das eigentlich nochmal? Ach, Initiative. Den darf ich auch fast komplett First Angriff machen. Ich höre. Ah, müsstest du dich bewegen. Geld müsste ich doch. Ah, genau reichend für den Tempel. Nein. Abbrechen. Tempel. Ja. Okay, gut. Und weiter. Ja, oh, ey, es ist warm wie die Sau. Also wie die Hölle. Obwohl es jetzt schon dunkel ist und deutlich kühler geworden ist. Aber es bleibt halt warm. Zu ihren Diensten. Drei Räuber. Normalerweise sind die extrem schnell. Mal gucken, ob die Initiative... Nee, da reicht auch die Initiativsteigerung vom Banner nicht. Okay, fokussieren wir erstmal den mittleren. Okay, das brauche ich nicht. Und den oben heilen, damit er nicht umkippt. Aber jetzt kriegen eh die beiden jeweils einen Schlag. Und das kann ich dann schon nicht mehr gegen heilen. Das ist schon mal schlecht. Ich glaube, er müsste ihn... Nein, vorbei. Warum? Muss doch nicht sein. So. Dankeschön. Dankeschön. Oh, nochmal heilen, bitte. Und dann grabt ihr mal einen Schutzdrang und Richtung alles zu Hause. Ich höre. Nee, die können wir nicht angreifen. Mal gucken, was wir hier noch haben. Ein Dörflein mit Räubern. Ja, das geht. Die Bauern werde ich wahrscheinlich mit ihr sogar kriegen. Bekennet, Sünder. So, die dürfen ihn nur nicht tot pieken. Sie hat ganz schön viel. Oh, 40 nur. So. Ah, jetzt sind wir wieder im Plus. Ja, vorbei. Es dauert jetzt einfach nur lange. Ja, sind wir, glaube ich, wieder im Plus. Jo. Es muss auf jeden Fall ein Ritter werden. Damit er einfach schneller die ganzen Gegner tötet. Dann kann man auch wirklich mal was machen und man könnte es auch überleben.
Obwohl das von den Untoten mir da besser gefällt, wie man ja gesehen hat. Das Ganze bei den Untoten. Das Prinzip, dass sie einen verscheuchen dann, also so vieren, dass man dann aus dem Kampf will. Die haben natürlich erhöhte Chance. 11 EP. So viel, Jawohl, mein Lord. So, jetzt endlich müsste dann doch mal die Goldmine auf unserem Territorium sein, oder? Ja, endlich. Zack, gibt's gleich 50 Gold mehr pro Zug. Tü-tü, tü-tü, Magieturm als nächstes. Können wir jetzt auch mal was erforschen. Was wollen wir erforschen? Blitz. Ja, mit. Als nächstes wahrscheinlich die lebende Rüstung. Müssen wir aber erstmal 400 speichern dafür. Aber der ist schon fertig für diesmal. Heilung. Zentauren diesmal sogar. Ich glaube, die Räuber, die kriegt sie nicht. Nee, das kann sie nicht schaffen. Hier ist nochmal so Mana. Das werden wir auf jeden Fall nehmen. Ein Greif. Und noch ein unbekannter Schatz. Interessant, interessant. So. Fällt gerade ein. Das ist doch mein aufgestiegener Typ schon. Monsieur Konrad, Sie haben doch... Nee, Sie haben doch keine Führung. Ah, es gibt es ab Stufe 3, glaube ich, Führung. So. Dann heilen wir den mal. Doch nicht. Ich wollte diese Runde noch das Gebäude bauen für die Ritter, obwohl es eigentlich noch egal ist. Ha, 200. Ist halt immun gegen Geister, aber nein, ich nehme die Ritter, weil ich werde später die Ritter auch immer wieder verwenden. Zu ihren Diensten. Also leveln wir weiter. Stimmchen. Ja, der haut schon gut rein. Deswegen kriegt er jetzt auch die Heilung. Die 200 HP von ihm hier muss man auch erstmal runterschlagen. So, wir haben jetzt gleich noch jemanden, der mit ganz knapp noch überlebt. Gott sei Dank. Kriegt er nämlich die EP. Hoffen wir mal, dass unser Haupttyp nicht vorbeischlägt. Super. Hier in sein GP gab auf jeden Fall gut dabei. Ja, man merkt halt auch, dass es belohnt wird. Oh, ein Zauberlehrling mit dabei. Ja, werden wir jetzt mal gleich hier rüber machen und das Dorf einnehmen. Und dann weiter nach hier oben gehen. Für den allmächtigen Vater. Hey. Achso, ich hab das Geld nicht. So. Dankeschön. Jawohl. Ja, dann machen wir weiter hier runter. Die untoten Horden. Haben wir genügend? Ja. Blitzen wir mal rein. Einfach mal nur, um sie zu ärgern. Ich frage mich, ob ich vielleicht dann nochmal einen Zug einlegen soll. Was macht er? Er zieht. Greift mich aber nicht an. Vermeidet also den Kampf. Das ist ja ein Feigling. Ah, ich bin noch etwas geschwächt. Das ist eigentlich viel zu gut. Was macht das? So, komm. Nehmen wir den Schutztrank, damit kriegt unser Haupttyp weniger Schaden. Na, die haben doch schon gut gefressen. So, was macht der? Der macht Paralyse. Okay, das klingt so wie unsere Magier. Und das ist der Haupttyp. Das ist ja einmal nichts, sobald wir ja vorne durch sind. Ja, tschüss, da oben. Vorbei, gut. Nicht gut, jetzt ist er nämlich wirklich tot. Oh, jetzt wird natürlich unser Haupttyp auch noch paralysiert. Das ist dann schon nicht gut. Das gibt auch gut. Der Rest sollte jetzt eigentlich nicht viel aushalten.
Oh, vorbei. Super. So. Dann heil mal den da unten. Der kann's brauchen. So, unser Haupttyp zerlegt mal hoffentlich den Geist. Dankeschön. Keiner paralysiert. Ja, fast. Aber. Oh. Heil du dich selbst. Wer ist dran? Haupttyp. Unten. Und den. Supi. Kein Ding. Oh, da steigt sogar unser Ritter auf. Und er könnte aufsteigen. Das zeigt uns dieses Plus an. Aber hier, ihr müsst das Gebäude Heiligtum oder Kloster in eurem Hauptstadt errichten, um diese Einheit zu verbessern. Er hätte jetzt das auch bekommen, den Aufstieg. Aber er ist ja leider gestorben. Kann man nichts machen. Ja. So, ja, damit wird man bereit. Das heißt, er ist ganz schön weit vorgedrungen. Nein. Wir müssen die EP saven. Also gehen wir nach Hause. Na komm. Und heilen mal hier alle durch. Obwohl, den Messdiener brauchen wir nicht. Aber ihn da können wir noch so heilen. Ja. Nee, er kriegt ja jetzt weiter EP. Diesmal nehmen wir aber den AOE-Heiler mit. Oh, wir haben sogar genügend Geld. Jawohl, und dann wollte ich... Nein, ich wollte das die Stadt einnehmen. Schön der Reihe nach. Nicht immer vom Plan abweichen. Für den allmächtigen Vater. Okay, was ist das denn? Werwölfe, Vampir. Krass. Sache. Na, da hätten wir auch lang gekonnt. Na, mal gucken. So, da sind wir auch schon in der zweiten Folge jetzt. Mal gucken, wie lange ich heute aufnehme. Die Wärme penetriert mich ein bisschen, aber ich hatte mal wieder Bock auf das Zieblis einfach. So, die Typen lassen wir mal stehen. So, Tag 12 ist es schon. Da holen wir uns mal hier ein Dörflein. Natürlich an den ersten Schlag. Also auf jeden Fall muss der da überleben. Das ist heute unser Ziel. Nein, vorbei. Das muss echt nicht sein, oder? Aber ihn schon mal weg. Ja, schöner AOE. Tut gar nicht weh. Ha, subscribe. So, aber jetzt. Das reicht nicht ganz. Schade. Er wird es nicht ganz schaffen, ihn zu erledigen. Gut. Wohl, ihn hätte ich nicht heilen müssen. Weil ich glaube, beim Aufstieg wird er eh geheilt. Werden wir gleich sehen.